erste Frage, die aufgekommen ist, wo kommt denn das Ritchie eigentlich her? Ritchie kommt von meiner ersten Arbeit. Ich bin 1976 zur Schauspielschule nach Bochum, war dann 2 Jahre in Bochum, wurde dann gegangen und saß dann mehr oder weniger im luftleeren Raum und dann habe ich durch einen glücklichen Umstand ein Filmangebot gekriegt über einen Dreiteiler, das war Die große Flatter, das wurde 1978 gedreht. Und in dieser Verfilmung eines Romans, der auf einer wahren Begebenheit basierte, hieß ich Ritchie, und zwar Ritchie Piech. Okay. Und dann ein Jahr später wurde das gesendet, innerhalb von einer Woche, das waren 93 Minuten, Sonntag, Mittwoch, Sonntag wurde das gesendet nach der Tagesschau. Und das war ein Straßenfeger, das war eine Zuschauerzahl von 25 Millionen. Also um die Zeit hatten wir, glaube ich, 68 Millionen Einwohner. Also das war schon mehr als ein Drittel der Bevölkerung sah mich. Und das wurde in Berlin gedreht und ich war dann auch in Berlin geblieben. Und dann wurde ich dann auf der Straße halt immer, ich kenne dich doch, du bist doch Ritchie. Und am Anfang habe ich dann immer gesagt, nee, das ist nur ein Rollenname. Bloß das hörte nicht auf und irgendwann habe ich dann gedacht, ist vielleicht eine Option und eben hat eine Geschichte. Also ich habe jetzt nicht so geguckt, wie könnte ich heißen und ach, das klingt gut, sondern man nannte mich Ritchie. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, ich glaube nach einem Jahr oder so, habe ich mich dann dazu entschieden zu sagen, okay, jetzt bin ich Ritchie Müller. Und ja, heute ist das Wort Ritchie jetzt nichts, aber in Verbindung mit Ritchie Müller ist es fast schon so ein Markenzeichen. Ja. Spricht überhaupt mal jemand mit Geburtsnamen an? Mein Vater hat es gemacht, er ist aber leider 2012 gestorben, hat meine Mutter 30 Jahre und 10 Tage überlebt. Das ist gut. Und den habe ich die letzten 3,5 Jahre dann versorgt, also nicht gepflegt, sondern versorgt, er konnte nicht mehr richtig gehen. Und da war ich alle 14 Tage bei ihm, habe einen Kühlschrank voll gemacht für 14 Tage, habe einen extra größeren Kühlschrank gekauft, dass das auch alles Platz fand, habe Wäsche gemacht, habe mit ihm geredet und so. Und das war der mich noch so angesprochen hat, wie ich wirklich heiße, nämlich Hans-Jürgen.